Für Kandidatin Joel Juana war der Traum, Germany's Next Topmodel 2019 zu werden, ziemlich schnell wieder vorbei. Der Lockenkopf gehörte zu den diesjährigen Teilnehmerinnen der beliebten Castingshow, doch die Beauty schied bereits in der vierten Folge aus, nachdem sie Modelmama Heidi Klum, 45, und Gastjurorin Winne Hallel, 24, nicht von sich überzeugen konnte. Im Promiflash-Interview gibt Joel jetzt ein erstes Statement ab und berichtet, wie sie über ihren Exit denkt, nachdem die Handelsfachwirtin in der vorherigen Episode die Wildcard von Fotografin Ellen von Unwerth erhalten hatte, sei der Druck für sie enorm gewesen. Die anderen Mädchen schlafen natürlich auch nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, aber am Ende entscheidet immer noch Heidi, stellte die 23-Jährige klar. Insgesamt ist Joel aber zufrieden mit ihrer Leistung, während der Show bin ich komplett ich selber geblieben und habe versucht mit meiner offenen und lustigen Art zu überzeugen, berichtete die Kölnerin. Trotzdem musste sie zugeben, am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Doch Joel wird nicht so schnell das Handtuch werfen, ich werde meinen Weg gehen und versuchen, mit den Modellen voranzukommen, versprach die hübsche Brünette. Primär werde sie sich aber erst einmal auf ihr duales Studium konzentrieren.